Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des DAX-Checks. Gestern hat der deutsche Leitindex einmal mehr ein neues Rekordhoch erreicht, kletterte zwischenzeitlich deutlich über die 15.600-Punkte-Marke und erreichte bei 15.685 Punkten gestern einen neuen Höchststand. Allerdings gab der DAX im Tagesverlauf die Gewinne auch weitgehend wieder ab. Grund dafür waren auch die Entwicklungen in den USA. Hier sorgten gute Konjunkturdaten zunächst für neuen Optimismus, doch dann wurde den Anlegern bewusst, dass mit einer guten Konjunktur auch tatsächlich steigende Zinsen einhergehen könnten. Die Zinsangst kam etwas zurück, so ging der Dow am Ende auch nach frühen Gewinnen quasi unverändert aus dem Handel. Und ähnlich lief es eben beim DAX, auch wenn hier ein knappes Plus natürlich übrig blieb. Blicken wir heute mal auf die erste Kurstafel. Die ersten Kurse sind bereits da, waren, wie gesagt, mehr als 100 Punkte tiefer als das gestrige Rekordhoch, 15.567 Punkte. Inzwischen sind wir bei rund 15.600 Punkten angelangt. Sollten wir jetzt wirklich über diese Hürde erneut hinausgehen, dann kann man langsam davon sprechen, dass dieser Ausbruch, über den wir in den vergangenen Tagen mehrfach gesprochen haben, der Ausbruch über 15.500 Punkte nun nachhaltig bestätigt wird. Damit die Seitwärtsrange, wir sehen es hier im Chart, die seit Mitte April etwa intakt war, die wird jetzt nach oben verlassen mit der Bestätigung eben heute, mit dem möglicherweise erneuten Sprung über 15.600 Punkte. Und diese Bestätigung können Anleger nun auch für eine neue Long-Position nehmen. Sollte sich zeigen, dass der DAX eben über diese Marke jetzt erneut hinausgeht, dann werden wir voraussichtlich einen neuen Long-Trade wagen. Dann wird es wie gewohnt für Abonnenten eine neue E-Mail mit dem entsprechenden Produkt und der entsprechenden WKN geben. Bis dahin werden wir jetzt aber die ersten Handelsminuten weiter gut im Blick behalten und dann hoffe ich, dass Sie auch am Freitag natürlich wieder einschalten zu einer weiteren Ausgabe des DAX-Checks, nachdem morgen ein Feiertag in Bayern ist und wir deswegen eine Pause einlegen werden. Von daher, ich wünsche Ihnen gute Kurse und hoffentlich bis Freitag. Bis dann.